Was für eine Stimmung im Hallenstadion. Ich mag mich nicht erinnern, wenn das letzte Mal so tönt hat. Sogar die Welle ist im Oval umgegangen. 5:0 schlägt ZSC 1 TV Zug und steht so nah am Halbfinaleinzug. Ja, Marco Miranda, 1:0 geschossen, ausverkauft, Hallenstadion, eine unglaubliche Stimmung. Nimm uns doch ein bisschen mit, wie hat das in dir innen ausgesehen? Was ist da, was ist abgegangen bei dir? Ja, wie schon gesagt, viele Emotionen, gut gespielt hinten, viel Goal nach einer gewissen Zeit sind sie endlich reingefallen und am Schluss ist das Resultat ziemlich klar und ja, eben der ganze Match ist gut gewesen, es macht Spass so zu spielen und mit den Fans, mit der Stimmung, mit den Emotionen, das hilft uns natürlich als Mannschaft. TV Zug war Zweiter nach der Quali und ihr habt sie so etwas von dominiert. Heute Abend 5:0 weggeputzt. Wie erklärst du dir das? Ja, ist jetzt natürlich schwierig zu sagen. Wie ich schon gesagt habe, hinten haben wir gut gespielt. Wir haben keine bekommen. Lucky ein Shoutout. Also zuerst mal das. Und vorne sind sie eben nach einer gewissen Zeit, nach ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, sind sie dann endlich reingefallen. Und ja, das hat dann schlussendlich den Unterschied ausgemacht. Jetzt sind wir so nah dran, führen 3-1, brauchen noch einen Sieg. Was ist die Gefahr, wenn man 3-1 vorne ist in einer Serie? Wie können wir den Fokus behalten? Ja, den Fokus können wir, ich denke, wenn man nicht fest daran denkt, dass das eben das letzte Spiel sein könnte in dieser Serie, dass man einfach normal weiterspielt, genauso eigentlich wie heute, würde ich meinen. Wenn wir das Zeug richtig machen, dann haben wir grosse Chancen, das dann zu gewinnen. Ja, nach Marco Miranda, der zweite, sehr junge Mann von der ZSC Lions, der mitverantwortlich war für das 1:0, der Raphael Prassel. Ist das ein No-Look-Pass gewesen? Ich habe es gar nicht gesehen. Oder hast du Marco gespürt im Slot? Ja, ich habe auch vor allem gesehen, dass der Stefan recht weit rauskommt. Fahre um ihn herum und spiele sie ihm nachher ins Slot rein. Ja. Dann fällt das 1:0, das Stadion oben, die ausverkaufte Halle. Was war das so für ein Gefühl gewesen? Ja, es war ein super Gefühl gewesen. Ich meine, ausverkauftes Stadion, ja, ein riesiges Gefühl. Schon mal so eine ähnliche Stimmung wie heute Abend erlebt? Nein, sonst noch nie. Nicht. Nur jetzt im Hallenstadion wäre der Playoff immer sehr gute Stimmung. Ja. Ja, jetzt haben die Zucker mit 5:0 richtig deklassiert heute Abend. Es sieht ziemlich klar aus. Sie sind 3-1 vorne. Kann noch irgendetwas schief gehen? Ja, sicher. Wir müssen den Fokus behalten und jetzt den Zug am Dienstag die Serie beenden. Ja. Ist ein Auswärtsspiel. Was machen die anders im Zug wieder hier zu Zürich? Ich glaube nicht viel, einfach genau gleich wieder super einstellen und schon wie wir es auch schon in Zug gezeigt haben, den Sieg holen. Es waren sehr viele Emotionen drin. Es hat dort auch noch so eine Schlägerei gegeben, wo das erste Drittel schon durch war. Hast du mitbekommen, was der Auslöser war? Bist du vielleicht sogar mit drin gewesen? Ich habe es nicht gesehen, es waren so viele. Nein, ich habe den Auslöser nicht gesehen, ich habe auch einfach plötzlich alle zusammen gesehen. Ja. Aber Emotionen sind wichtig und sie sind da gewesen. Ja, das ist es so.